Eine wichtige Rolle für die Handlung, für den Fortgang der Märchen spielt die Familie in den Märchen der Brüder Grimm. Oftmals funktioniert dort etwas nicht mehr so richtig und die Heldinnen und Helden müssen auf eine große Reise aufbrechen. Eine sehr wichtige Rolle spielt die Mutter. Es gibt in den Märchen weit seltener gute Mütter als böse Mütter oder böse Stiefmütter. Ein Beispiel für eine gute Mutter ist die Mutter im Märchen Schneeweißchen und Rosenrot, die gemeinsam mit ihren beiden Töchtern ein kleines Häuschen betreibt und alle schützen sich gegenseitig. Die beiden Mädchen sorgen für die Mutter, die Mutter sorgt für die beiden Kinder. Eine weitere positive Mutterfigur ist im Märchen die Gänsemagd zu finden. Diese Mutter gibt ihrem Mädchen ein kleines Tüchlein mit drei Blutstropfen mit, was das Mädchen auf der Reise zu ihrem späteren Gemahl schützen soll. Ja, negative Mutterfiguren sind im Märchen Frau Holle zu finden. Da liebt die Mutter das böse Mädchen, das faule Mädchen, nämlich die spätere Pechmarie, die von der Frau Holle für ihre Faulheit bestraft wird. Und das gute Mädchen, die Goldmarie, die wird lange nicht so gut behandelt. Eine ganz prominente böse Stiefmutter finden wir sowohl im Schneewittchen, die auch vor Mordanschlägen nicht zurückscheut, als auch im Märchen das Aschenputtel. Diese böse Stiefmutter im Aschenputtel gibt dem Mädchen allerhand Frondienste zu erledigen auf. Also es soll Linsen, es soll Erbsen aus der Asche lesen, damit es nicht mit auf den Ball gehen kann. Diese böse Stiefmutter hat auch noch zwei böse Töchter, also sprich zwei böse Stiefschwestern im Gepäck. Ja, eine wesentlich geringere Rolle, eine wesentlich weniger prominente Rolle spielt der Vater im Märchen, sei es als König, sei es als Bürgerlicher oder sei es schlicht und ergreifend als armer Mann. Beispielsweise im Märchen Das Aschenputtel hat der Vater gar nichts viel zu sagen. Da führen Stiefmutter und Stiefschwestern das Regiment. Oder im Märchen Allerlei Rau lässt sich der Vater von seiner sterbenden Frau mehr oder weniger erpressen, denn die nimmt ihm auf dem Totenbett das Versprechen ab, er möge nur eine Frau heiraten, die mindestens so schön ist wie sie selbst. Der Vater tut es und verliebt sich später in seine eigene Tochter, die dann Reißaus nehmen muss, um in der Welt ihr Glück zu suchen. Oftmals begehen diese Märchenfiguren ja eine Flucht, um sozusagen die Ordnung wiederherzustellen, um dann geläutert wieder in ihr Elternhaus zurückzukehren oder mit den Eltern Frieden zu schließen. Beispielsweise söhnt sich dann das Mädchen, nachdem es seinen König gefunden hat, mit seinem Vater wieder aus.